Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Gran Turismo 7 und heute geht's rein in ein Rennen auf Le Mans. Wir werden unterwegs sein im Bugatti Veyron. Alter, das reimt sich ja alles. Wir lieben Gran Turismo 7, Le Mans, Veyron. Was kommt als nächstes, fragen wir uns. Und ich kann es euch ganz genau sagen. Ich habe jetzt schon die harten Rennreifen umgeschnallt bei diesem Fahrzeug. Wir werden 30 Minuten Rennen fahren, bei dem wir 700 Leistungspunkte als Limit haben. Jetzt können wir das folgendermaßen machen. Wir nehmen ein bisschen Leistung raus und gut ist. Ich möchte es ein bisschen anders handhaben, denn wir haben jetzt die harten Reifen drauf. Das heißt, um den Reifenabrieb müssen wir uns keine Sorgen machen. Der Bugatti hat allerdings 1000 PS. Dementsprechend wird er im Laufe des Rennens wahrscheinlich relativ viel Sprit schlucken. Und damit wir das so ein bisschen zumindest in den Griff bekommen, tunen wir das Auto anderweitig weiter, sodass wir da viele Leistungspunkte bekommen und werden dann ein bisschen wieder was an Leistungspunkten rausnehmen, sobald es dazu übergeht, auch wirklich die Leistung des Fahrzeugs anzupassen. Leistung, Leistungspunkte. Ja, also bisschen funny. Oh, und wir können hier eine breite Karosse machen, eine breite Karosserie. Ja. Oh. Muss nicht unbedingt sein bei einem Bugatti, ne? Weiß ich nicht. Breit ist so ein Bugatti eigentlich. Das werden wir, glaube ich, gleich sehen. Wahrscheinlich ohne Außenspiegel würde ich jetzt mal schätzen, den Wert. So, ansonsten machen wir ein bisschen Aero dran. Oh, Heck können wir... Ah, okay, Heck nicht, aber Flügel können wir machen. Das war auch das, was ich haben wollte. So, niedrigen Flügel gibt es auch. Hohen Flügel gibt es auch. Komm, machen wir mal den niedrigen. Auch von der Form her passt das meiner Meinung nach. Und reduziert sogar die Leistungspunkte des Autos. Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Ja, warum möchte ich das warum möchte ich den Bugatti quasi um seine Leistung bringen? Warum möchte ich ihm die Flügel nehmen? Ganz einfach, damit wir nicht so oft an die Box müssen. Damit das Auto auch schön lange fahren kann. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt alles so hinhaut, wie ich es mir wünsche. Wir werden es sehen und wir können auf jeden Fall direkt schon mal die Gewichtsreduzierung mitnehmen. Standardmäßig haben wir hier 1888 Kilo, 1699 nach dem ersten Upgrade und wir haben eine Breite von ziemlich genau 2 Metern. Das ist ordentlich. Das ist wirklich krass. Ja, dann geht es auf 1,5 Tonnen runter. Ihr seht, die Leistungspunkte schießen komplett in die Höhe. 740 Leistungspunkte haben wir. Und übrigens kann man dann auch den Bugatti Veyron ganz gut nutzen für das 800-Punkte-Rennen. Ja, das gibt es hier nämlich auch mit dem Veyron. Und, oder nicht mit dem Veyron, sondern das gibt es allgemein. Und das kann man dann mit dem Veyron bestreiten. Was ich jetzt nicht vergessen darf, ist Medium, Intermediates und Wettreifen mitzunehmen. Das wird ganz, 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 ganz wichtig. So, wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Leistung, dadurch, dass wir den fetten Turbo jetzt eingebaut haben. Fast 900 Kilowatt. Natürlich nehmen wir direkt hier die Reifen mit. Sind die auch direkt installiert hier? Ja, sind sie tatsächlich. Oh je. Okay. Und natürlich nehmen wir auch hier erstmal alles an Leistungstuning mit. Wenn wir es nicht haben, wenn ich irgendwas vergesse, ist auch nicht so schlimm. Jetzt habe ich fettfingert und habe 2 Tasten auf einmal gedrückt. Passiert einfach, wenn man Handschuhe hat und wenn man relativ dicke Fingerchen hat. So. Dann, warte mal, was machen wir mit dem Differential? Bauen wir noch einen Diff ein. Auch wenn ich da nichts anpasse, scheint das wohl zu helfen, wenn ich die Kommentare richtig verstanden habe zu den letzten Videos, wo wir auch mal wirklich Auto-Tuning betrieben haben. So, und dann haben wir einen voll anpassbaren Computer. Selbstverständlich geht das auch rein. Ja, und hier ansonsten, wie sieht es mit dem Turbo aus? Der würde ein bisschen weniger Leistung bedeuten. Voll anpassbares Sperrdifferenzial. Ah, kontrolliert Drehmomentverteilung. Okay, dann machen wir nochmal das hier. Und Verwindungssteifigkeit dabei erhöhen. Kann, glaube ich, so einem Bugatti ganz gut helfen. Ja, sieht ansonsten gut aus. Motorkraftbegrenzer packen wir da noch rein. Und ansonsten haben wir alles. Ja, Auto hat 765 Leistungspunkte. Wenn man jetzt die Mediumreifen umschnallt, bin ich mir ziemlich sicher, kommt man ziemlich gut an die 800 Punkte ran. Und damit sind wir gut gerüstet, oder wären wir gut gerüstet, für das 800-Punkte-Le Mans-Rennen. Wir fahren aber das 700-Punkte-Le Mans-Rennen. Eine halbe Stunde geht das. Und damit wir da hinkommen...
Nehmen wir erstmal die harten Rennreifen. Oh mein Gott, dann haben wir natürlich nochmal deutlich mehr Leistungspunkte. Och, auch nur 10 mehr. Wie sieht es mit den Intermediates aus? Mit denen haben wir weniger Punkte als mit den Wet-Reifen. Wird es nicht immer bei Trockenbedingungen erhoben, diese Messung? Weiß man nicht. So, ja. Könnten auch theoretisch noch ein bisschen... Komm, wir brauchen nicht so viel Abtrieb. Höchstgeschwindigkeit auf 410 angepasst, das sollte hinhauen. So, und jetzt begrenzen wir mal wirklich hier Leistung. Zack. Oh mein Gott, 750, 733 immer noch. 715. Also wir haben deutlich weniger Power jetzt, klar. Wir könnten ein bisschen mehr Abtrieb hinten reinpacken, oder? 10 Kilo. Boah. Alter, ziemlich gut abgeschätzt. Für die Leute, die das Video irgendwann später sehen, es kann sein, dass ihr mit diesen Tuning-Werten nicht auf die richtige Leistungspunktezahl kommt. Liegt aber vor allem daran, dass in Gran Turismo hin und wieder so Balancing-Upgrades kommen, Updates kommen. Vor allem jetzt kommt ja bald... Ah, da können wir gleich gerne drüber quatschen. Mich interessiert halt, wie der Veyron hier performen wird. Deswegen wollte ich den jetzt unbedingt auch mal haben. Weil Le Mans ist eigentlich eine Strecke, die ist prädestiniert. Es gibt einerseits hier ja den Bugatti-Kurs, das ist der kurze Streckenverlauf. Der wird ja auch in der MotoGP gefahren. Aber der Bugatti Veyron ist ja in ungedrosselter Form als absolutes Top-Speed-Monster bekannt. Ja, ich weiß auch, als ich quasi auch dieses Auto in meiner Jugend nicht persönlich erlebt habe, aber zumindest in Zeitungsberichten etc. Und da war man schon fasziniert davon. Da hatte das Auto 402 km/h Topspeed. Irgendwann hat man von 406 gesprochen. Ich glaube sogar 407 war irgendwann im Umlauf. Keine Ahnung, ob es irgendwelche Revisionen des Fahrzeugs waren, also irgendwelche Neuauflagen. Aber wir schaffen hier auch schon mal über 330 km/h, das ist schon mal nicht schlecht. Und damit deutlich mehr als jedes Gruppe 4 Auto. Und auch in den Kurven ist der Bugatti echt stark. Also das Coole ist halt, du kannst mit dem Veyron super easy aus langsamen Kurven raus beschleunigen. Das wird auch für den Regen sehr angenehm sein, weil wir haben hier Allradantrieb. Dementsprechend kannst du hier ganz, ganz entspannt die Leistung auf die Straße bringen. Ich kann mir nur vorstellen, dass er eventuell in schnellen Kurven ein bisschen Probleme machen dürfte. Aber ansonsten könnte das auch ein sehr easyes Event sein, in Kombination mit diesem Auto, um hier viele Moneten zu erfahren. Und ich sehe gerade, wir haben schon sehr viel Sprit weggehauen, Alter. Okay. Ich glaube, wir müssen hart shortshiften hier. Furchtbar. Ja, aber ansonsten kommt wohl jetzt im Oktober auch ein großes neues Update. Da hat wohl jemand, der, ich schätze mal, dann Insider sein soll, einen Tweet abgesetzt, dass uns Großes erwarten würde. Und das ergibt durchaus auch Sinn, wenn man bedenkt, dass jetzt im Oktober just auch die Konkurrenz aus dem Hause Microsoft erschienen ist, und zwar Forza Motorsport. Bei dem ich übrigens sagen muss, es ist ein sehr cooles Spiel. Es ist zwar sehr fehlerbehaftet, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Der Online-Modus ist cool, da sind einige echt schöne Ideen. Das läuft alles dann recht flutschig von der Hand. Und auch wenn das Force Feedback nicht so gut ist, ich würde sagen, die Fahrphysik ist es auf jeden Fall. Die macht sehr viel Spaß. Und dementsprechend habe ich da auch bei Forza Motorsport sehr, sehr viel Laune, das Spiel zu spielen. Jetzt kommt schon die Warnung. Aufpassen, du hast keinen Sprit mehr, Dave. Ja, wir haben noch über 50%. Das, obwohl wir hier bei der ersten Runde erst ab der Hälfte der Runde wirklich angefangen haben, Sprit zu sparen.
Ja, wenn wir... Ich glaube auf Spriteinstellung 2 hier weiterfahren. Dann sollte das irgendwie hinhauen. Aber dann werde ich sonst shortshiften. Nö, aber es ist ansonsten ja eine coole Sache, dass man jetzt auch so ein bisschen noch merkt, okay, Gran Turismo... Sie sehen sich nicht als komplettes Monopol. Das wäre eh töricht, weil es gibt sehr viele gute Rennspiele auf dem Markt. Und dass sie dann auch dementsprechend ja so ein bisschen Gegenwehr leisten, wenn irgendwie andere Herausforderer sich da nochmal auftun oder wenn es so ein bisschen Aufbäumen von anderen Rennspielen gibt. Und ja. Am Ende des Tages gewinnen wir als Spieler definitiv dazu, was das Ganze angeht. Weil dann kommen mehr coole Inhalte ins Spiel rein. Und wie gesagt, in Summe, das ist alles sehr, sehr cool. Ich bin mal gespannt, was dann alles kommt. Das soll wohl das größte Update des Spiels sein. Also da muss es wirklich ja sehr, sehr viel neuen Stuff geben. Ich könnte mir vorstellen, dass es... Ich meine... Ganz kurz, bevor ich jetzt philosophiere, was es sein könnte. Erstmal sei gesagt, es ist natürlich nicht 100% safe, dass das so ein riesen Upgrade wird. Ich sage immer Upgrade statt Update, egal. Aber, wie gesagt, es ist denkbar. Und um es auch in den Kontext zu setzen, was gab es bis jetzt für Updates? Also bedenkt, wir hatten bis jetzt schon mal so ein Update, da haben wir PSVR 2 Support bekommen. Und das ist ja schon, würde ich sagen, etwas sehr, sehr Großes. Wenn wir jetzt noch ein Update kriegen, was das toppt... Ich könnte mir vorstellen, gut, neben mindestens einer neuen Strecke dürfte das dann auch irgendwie noch neue Autos geben. Plus, eigentlich darf das dann auch nicht alles sein. Es müsste in meiner Vorstellung irgendwas Neues sein. Sophie AI oder vielleicht auch irgendwie ein neuer Modus, sagen wir mal. Oder eine neue Karriere vielleicht. Vielleicht hat man sich ja wirklich einige der Kritiken zu Herzen genommen und hat gesagt zum Beispiel, hey, der Dave, der hat immer recht gehabt mit seiner Kritik, dass viel zu wenige Rennen in der Karriere bestehen. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Bevor jemand denkt, die Selbstbeweihräucherung, die wäre ernst gemeint. Aber vielleicht hat man sich überlegt, hey, nein, vor allem nicht nur ich habe diese Kritik. Vielleicht hat man sich wirklich gedacht, hey, irgendwo ist da schon was dran. Vielleicht machen wir tatsächlich mal ein bisschen was Neues. Vielleicht probieren wir tatsächlich nochmal so ein bisschen die... Karriere umzugestalten, umzukrempeln, damit man da deutlich mehr Rennen hat, mehr Abwechslung hat. Ich glaube, ich werde jetzt auf jeden Fall mal Intermediates mitnehmen. Also mal abwarten. Mittlerweile bin ich ja eher an dem Punkt, dass ich sage, hey, ich bin mit sehr vielen Rennspielen derzeit sehr, sehr zufrieden. Das geht so ein bisschen zu Lasten der Projekte, die ich mit den Oldie-Rennspielen machen wollte. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin auch echt happy darüber, dass da jetzt so ja, coole Rennspiele kommen, dass sie mir so viel Spaß machen. Weil Hand aufs Herz, das war irgendwie eine sehr anstrengende Zeit, als F1 21 und 22 mir keinen Spaß gemacht hat. Ich mich ein bisschen mit Gran Turismo 7, mit ACC, teils auch mit iRacing schwer getan habe. Also da kamen relativ viele Sachen auf einmal, die mich sehr frustriert haben. Und jetzt gerade genieße ich das wirklich, dass da so viel zusammenpasst. Also bei Gran Turismo 7 habe ich mich ja mit dem Status des Spiels in Anführungszeichen abgefunden. Ich akzeptiere mittlerweile die Fehler und ja... Genieße die Aspekte des Spiels, die man genießen kann.
Und das sind ja bei weitem nicht wenige. Oh mein Gott, das ist nur so eine kleine Regenwolke. Ja, super. Selbiges denke ich mir bei Forza Motorsport und auch im Prinzip bei sehr vielen anderen Rennspielen. Also derzeit habe ich so viel Auswahl und teilweise muss ich sagen, sind die Nachfolger sogar besser als die Oldies. Oh, da kommt noch eine Regenwolke, sehr schön. Dass ich bei vielen Rennserien echt happy bin. Also F1 brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß zu diskutieren. Für mich ist F1 23 ein echt gutes Spiel. Ist sogar relativ viel Regen auf einmal. Für mich ist F1 23 ein sehr gutes Spiel und wird innerhalb der eigenen Reihe höchstens von F1 2020 vielleicht und von F1 2017 herausgefordert. Also 2017 muss ich sagen, auch als ich jetzt die ganzen Klassik-Saisons gezockt habe, es ist schlicht und ergreifend ein unglaublich gutes Formel-1-Rennspiel. Also der Grip, den du hast, sobald du mal aufs Gas stempelst, ist unbeschreiblich. Es ist wirklich gut. Ja, und ansonsten sei gesagt, F1 23, super geil. Ich habe auch mit dem aktuellen Forza Spaß. Vielleicht sogar mehr Spaß als mit dem alten Forza Motorsport 3. Was mich sehr überrascht, aber ich habe das Gefühl, die Fahrzeuge lassen sich deutlich besser fahren. Und das, weil man eine Sache behoben hat, die meiner Meinung nach immer so falsch in Rennspielen umgesetzt wurde. Allradbetriebene Autos fahren sich dann super easy, während Autos mit Heckantrieb gefühlt komplett unkontrollierbar waren. Und das hat sich jetzt geändert zu dem neuen Forza. Die Autos mit Heckantrieb fahren sich sehr, sehr gut. Und das, obwohl auch in Forza Horizon 5 gefühlt die Autos ganz komisches Feedback immer nur gegeben haben, wenn sie heckbetrieben waren. Also das hat sich wirklich dramatisch ins Positive gewandelt. Und ich nehme jetzt Horizon 5, weil ja, es ist ein anderes Spiel, ja. Es ist eine andere Ausrichtung, aber ich glaube, dass da sehr viel immer hin und her transferiert wird zwischen den beiden Studios. Und ja, dementsprechend, ich finde das super, dass jetzt auch eben neues Forza Motorsport mir sogar noch mehr Spaß macht als das alte Forza Motorsport. Bei Gran Turismo, da war letztens die Frage mit Alles auf Gold, was ist damit? Komme ich gleich mal drauf zu sprechen. Ansonsten sei gesagt, bei Gran Turismo ist es ein bisschen anders. Da ist meiner Meinung nach Gran Turismo 3 ein so anderes Spiel als Gran Turismo 7, dass ich wahrscheinlich mich nicht für das eine oder das andere entscheiden müsste, sondern dass ich eigentlich beides weiterführen könnte. Gran Turismo 3 ist jetzt halt aus zeitlichen Gründen immer wieder mal unter den Tisch gefallen. Es gab super viele Stories, jetzt auch in den letzten Monaten, die wirklich, wirklich komplett wild waren. Also, ich hatte vor einer Weile ja mal das Thema Autokauf, wo mich dann auch irgendwie das Autozentrum... Oh, könnte es eine Strafe geben? Das Autozentrum wollte mich ja quasi verklagen, obwohl man mir einen Unfallwagen andrehen wollte. Da ist übrigens nichts mehr bei rumgekommen. Dann habe ich die Story gehabt mit der Steuerprüfung, 4 Monate lang, wo ich auch einen Kommentar vor irgendwie einem Monat oder so bekommen habe, so, ey Dave, du siehst ja übelst druff aus, was ist denn mit dir? Wo ich mir dachte, krass, wie sehr man es mir damals angesehen hat, das ist echt heftig. Ja, und jetzt jüngst kamen halt Stories noch dazu mit Management und Steuerberatung. Ja, ich habe mit mehreren Steuerfachangestellten auch privat zu tun und bei denen meinten die Leute auch, ey, so eine Story haben wir noch nie gehört. Das ist wirklich an Frechheit kaum zu überbieten, was da passiert ist und wie da mit einem verfahren wird. Ja. Ist krass, was aktuell abgegangen ist. Und zwischendurch, jetzt habe ich einmal am linken Ohr eine Entzündung gehabt. Erst Mittelohr und dann im Gehörgang.
Und jetzt habe ich was am rechten Ohr, jetzt gerade, by the way, auch. Und in 7 Stunden 48 Minuten habe ich einen Termin beim Arzt. Also irgendwie ist die ganze Zeit irgendwas. Plus noch weitere Sachen, wo du mal outdoor unterwegs bist. Und da sind auch coole Projekte, die du auch nicht entgehen lassen willst. Und da fällt auch mal vielleicht ein Gran Turismo 3 unter den Tisch. Ja, selbiges könnte auch mit Alles auf Gold passiert sein, aber bei Alles auf Gold, da habe ich auch auf einen Kommentar geantwortet, war übrigens eine sehr liebe Nachfrage. Ich sage jetzt nicht, boah, warum fragt die Person oder so. Da war einfach genuine nur die Frage, hey Dave, warum geht's da nicht weiter? Und das sind wirklich mehrere Gründe. Also ich könnte mir auch so ein bisschen vorstellen, ich habe mir jetzt danach nochmal Gedanken gemacht, dass es vielleicht ein bisschen zu oft für meinen Geschmack kam. Dass ich es mir wirklich irgendwann fest eingeplant habe. Und wenn du so Nostalgieschübe hast teilweise, dann ist es, glaube ich, etwas, was du nicht so timen kannst. Ich glaube, ein bisschen hat sich das auch für mich dann abgenutzt, das Format. Was auch vielleicht daran liegt, dass ich mit Gran Turismo 4 nie so die enge Verbindung hatte wie mit Gran Turismo 3. Und darüber hinaus habe ich auch so ein, zwei Problemchen mit Gran Turismo 4 neu gehabt, die es davor nicht gab. Punkt 1, das hat man ja auch mitten in den ersten Folgen bei Gran Turismo 4 gesehen, als ich da die Lizenzen gemacht habe. Du kannst auf Schotter zum Beispiel, glaube ich, den Ghost nicht aktivieren. Du musst immer im Emulator irgendeine Einstellung hin und zurück machen, dass das klappt, ja, weil sonst bricht das Spiel bei Schotter ab oder es bleibt im ewigen Ladescreen oder sowas. Aber für Trocken, wenn du es halt cool machen willst, aktivierst du den Ghost wieder oder irgendwie sowas war da. Da kann man jetzt auch sagen, Dave, stell dich nicht so an. Würde ich auch voll zustimmen, wenn das jemand sagt, das ist super das First World Problem. Aber ich bin bei so Emulatoren-Geschichten oft echt picky. Ich habe mir sogar irgendwann mal einen Framemeister geholt. So ein 600-Euro-Upscaler-Ding. Weil ich mich echt lange gesträubt habe davor, Emulatoren zu verwenden. Weil du dann immer so Kleinigkeiten hast, die nicht ganz passen. Mittlerweile muss man sagen, bei sowas wie, ey, Forza Horizon 1 kannst du in 4K 60 spielen. Da kann man vielleicht das ein oder andere Problemchen von einem Emulator auch einfach mal akzeptieren und das ist nicht so schlimm. Aber eigentlich tue ich mich mit Emulatoren trotzdem ein bisschen schwer, weil ich bin dann jemand, der doch schon irgendwie mit einem Perfektionismus rangeht, der mir dann manchmal, wie auch in diesem Fall jetzt, im Weg steht. Und in diesem Fall ist es so, dass ich da sitze und mir denke, ey, Ich finde das selbst irgendwie, das zieht einen super krass raus, wenn du dann fährst und der Ghost fährt irgendwie durch dich durch und knallt in die Mauer oder so. Und so Sachen finde ich halt echt immer weird. Und teilweise die Abstandsanzeige nicht so richtig will oder sonstige Sachen. So Sachen, die wirklich mit Einstellung hin und zurück schalten, halt eben funktionieren oder mal nicht funktionieren oder wie auch immer. Das sind so Sachen, die ich dann irgendwie ein bisschen meh finde. Und zu guter Letzt gab es noch ein Problem, das mir bei dem Format ganz spezifisch auch wirklich Kopfzerbrechen bereitet hat. In den ersten drei Gran Turismo Spielen hattest du immer 8 Lizenzen oder 8 Prüfungen pro Lizenz. In Gran Turismo 4 hast du 16. Plus Kaffeefahrt, glaube ich. Oder 15 plus Kaffeefahrt. So. In den vorigen Spielen war es ein leichtes. Ich mache jetzt diese 8 Lizenzprüfungen. Für die B-Lizenz, für die A-Lizenz. Dann für, ich glaube, die IC-Lizenz gab es auch vereinzelt mal in den Spielen. Dann für IB. Und bei IA kann ich schon überlegen, je nachdem wie das ausschaut, wie viele Versuche ich brauche, mache ich da jetzt quasi
das als Einzelfolge noch, wo ich alle 8 Prüfungen in einem Aufwasch mache? Oder machen wir das quasi innerhalb von 2 Folgen mit je 4 Prüfungen pro Folge? Und das merkst du ja auch mittendrin irgendwann, wie lange du halt dafür brauchst. Bei Gran Turismo 4 kommt ja jetzt das Problem hinzu, wie genau unterteilst du das? Weil ich habe auch teilweise gedacht, boah, ich brauche jetzt super lange für die Lizenz. Und dann ging es plötzlich relativ schnell. Dann denke ich mir so, okay, packe ich irgendwie alle 16 in eine Folge? Und jetzt wird der ein oder andere sagen, yo Dave, mach doch einfach. Mach doch einfach, dann hast du ein Video, was irgendwie eine Stunde lang ist. Guckt man doch gerne. Ja. Das Problem ist allerdings, wenn du so ein bisschen auch als Creator auf deine Videos guckst, dann willst du ja irgendwo schon... Man möchte schon irgendwie was bieten, wo man auch sagen kann, okay, das fühlt sich auch nach einem Format an. Und ich fände es jetzt komisch, wenn du manche Alles-auf-Gold-Videos hast, die dann irgendwie eine Stunde gehen, während andere dann vielleicht nur 20 Minuten oder so gehen. Und dieses Thema mit, hey, wir machen jetzt plötzlich 15 oder 16 Prüfungen rein, so komisch man das auch finden mag, dass es mich vielleicht stört, das hat mich wirklich dann relativ schnell zur Weißglut gebracht, sodass ich mir dachte, ey, das ist irgendwie doof. So, ich finde da keine vernünftige Unterteilung. Und ich merke das auch immer wieder, wenn ich quasi im Unklaren gelassen werde, so wie auch bei der Planung davon, das ist für mich ein riesiger bremsender Faktor. Ist, glaube ich, keine so geile Eigenschaft, ja, weil du dich, wie gesagt, damit selbst ausbremst. Aber am Ende des Tages muss ich halt leider sagen, ja, das hat mich dann doch irgendwie ein bisschen blockiert in meiner Planung. Und am Ende hat es dann leider doch irgendwie nicht hingehauen mit besagten Lizenzen. Aber wie gesagt, vielleicht muss ich da auch einfach mal ein bisschen ja, das Thema sacken lassen und einfach so ein bisschen wieder neue Inspiration finden. Weil, wie gesagt, das kommt manchmal auch in Schüben. Und gerade auch, wenn du dann vielleicht mit aktuellen Rennspielen sehr viel Spaß hast, da kann es ja auch mal passieren, dass du vielleicht sagst, boah, ich habe jetzt so viel Spaß mit Rennspiel XY, warum sollte ich jetzt quasi nochmal zurückgehen zu den Sachen, die mir zwar auch Spaß machen, aber die sich vielleicht nicht so frisch anfühlen. Wo du nicht einfach so Content runterrattern kannst, sondern wo du erstmal wirklich dich einen Moment hinsetzen musst und dir dann Gedanken machen musst, wie du das machst. Weil, ich glaube, da können wir uns auch drauf einigen, Probleme zu beheben, in dem Fall bei Formaten, macht nicht so viel Spaß, wie einfach drauf loszulegen und quasi alles aus sich raussprudeln zu lassen. Okay, das klingt jetzt ein bisschen komisch. Egal. Aber das ist dann letztendlich so ein Punkt, wo ich dann auch mir dachte, okay, die aktuellen Games, die machen es mir sehr leicht, dass ich sie genieße. Let's go. Ich genieße sie dann einfach. Und genau das ist halt dann das Ding, dass ich dann da sitze und mir denke, jo. Aktuelle Rennspielwelt ist super. Ich habe Spaß. Ich habe Freude. Und jetzt probiere ich so viele coole Videos dazu zu machen, wie es geht. Ja, ich habe mit F1 23 und Forza Motorsport ja schon angefangen, quasi aufzuzählen, was mir aktuell Spaß macht. Gran Turismo 7 hat ja jetzt auch jüngst einen Patch bekommen, der die Serverproblematiken behoben hat, dass die Server teilweise nach etlichen Minuten erst gestartet sind. Ist finally mal gelöst, das ist auch cool, das heißt, es steht auch weiteren Gran Turismo Multiplayer Streams nichts mehr im Weg. Und dann haben wir noch sowas wie Hot Wheels Unleashed 2. Gut, da muss ich sagen, es ist ein sehr geiles Spiel. Ich fand den ersten Teil auch schon super.
Aber es ist leider nicht so die große Steigerung, die ich mir gewünscht hätte vom Vorgänger aus. Damit meine ich gar nicht mal so, ey, dass sie so super krass abgefahrene Sachen machen oder so. Sondern mir geht es halt wirklich darum, sie hätten gerne einfach mit der Umgebung ausrasten können. So, dass du quasi teilweise wirklich dir denkst, oh mein Gott, was geht denn jetzt ab? Ich bin so gefühlt in Res HD unterwegs oder einem Wipeout oder so. Das wäre echt cool gekommen, finde ich. Dann haben wir ja bald noch WRC. Auch da muss ich sagen, freue ich mich extrem drauf. Und sonst habe ich jetzt wieder quasi meinen Frieden geschlossen mit iRacing. Da habe ich sehr viel Spaß mit gehabt jüngst. Gerade auch in Le Mans mit dem Porsche 911 RSR. Das war super. Auch wenn das 24-Stunden-Rennen da leider sehr schnell durchfahren. Gab zwei unglückliche Kollisionen für unser Team, relativ früh im Rennen. Unlucky, machst du nix. Aber, wie gesagt, iRacing macht mir aktuell auch sehr viel Freude. Dann hat man ja auch so Titel wie Automobilista. Oh mein Gott. Hätte fast eine Mio an die Wand gefahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Automobilista und Assetto Corsa, das sind ja so Evergreens. Oder Allrounder, sagen wir es mal so. Assetto Corsa ist ein Evergreen. Automobilista und Assetto Corsa sind Allrounder, so rum. Also Evergreen ist nur Assetto Corsa. Aber das ist ja auch cool, wenn du quasi dann so Titel hast, die du dann auch bei Gelegenheit mal einlegen kannst. Und wo du wirklich mal alles Mögliche dann auch mal zocken kannst. Das ist auch echt nice. Ich werde auch mit Sicherheit demnächst nochmal in R-Factor 2 reinschnuppern, weil das könnte auch nochmal interessant und cool werden. Das wirklich einzige Spiel, bei dem ich mich halt schwer tue, wegen der Fahrphysik, ist halt wirklich Assetto Corsa Competizione. Aber da möchte ich auch dem Spaß niemandem madig reden. Ich persönlich komme halt einfach nicht gut damit klar. Und das tatsächlich schon seit Update 1.8 und nicht erst seit 1.9. Ich komme da nicht auf den grünen Nenner. Also ich habe immer das Gefühl, entweder das Auto übersteuert. Also entweder das Auto untersteuert oder weiß gerade nicht, wie ich das formulieren soll. Entweder es untersteuert oder du kriegst übersteuern, musst korrigieren und dann hast du untersteuern. Also irgendwie Penalty, krass. Gut, kann man mir ruhig geben, finde ich okay, aber wo genau? Ja, aber sonst, ey, wie gesagt, es gibt unfassbar viele Rennspiele, die es einem aktuell sehr, sehr angenehm gestalten. Und ich glaube, gerade auch in der jetzigen Zeit, da muss auch niemand quasi traurig sein, dass vielleicht mal dieses oder jenes nicht passt. Wenn dir irgendein bestimmtes Rennspiel nicht zusagt, spiel halt ein anderes. Und ich glaube, das wird halt insgesamt für so ziemlich jeden Rennspiel geben, mit dem er aktuell sehr viel Freude haben wird. Und eine Crew Motorfest muss ich halt sagen, gut, einerseits sind die Zahlen hier auf dem Kanal hardcore eingekracht, aber auch unabhängig davon, es ist besser geworden als The Crew 2, finde ich, deutlich besser. Aber ich bin ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich in das Menü schaue von diesem Spiel, fühle ich mich komplett verloren. Ich habe keinen Plan, was das Game von mir will. Ich weiß wirklich gar nicht, was da Sache sein soll. Und das überfordert mich jedes Mal aufs Neue. Auch dieses Summit-Thema und so. Ich muss eh sagen, weil da werden jetzt manche Leute sagen, ja Dave, aber das ist doch nicht groß anders als bei Forza Horizon 5. Ja, bei Forza Horizon 5 bin ich daran aber jetzt schon gewöhnt.
Ist kein Argument, ich weiß, aber ich finde, mittlerweile ist der Menüaufbau in sehr vielen Rennspielen oder in sehr vielen Spielen allgemein oder auch in sehr vielen Programmen echt schlecht. Also wirklich, mittlerweile sich zurechtzufinden in Menüs von was auch immer. Ey, dafür brauchst du teilweise einen Doktor. Das ist furchtbar. Wirklich grausig. So, kann sein, dass ich jetzt vielleicht ein paar Sekündchen langsamer werden muss. Weil wir sonst zu früh über die Linie fahren. Darf keine 3,48er Zeit unterbieten hier. Aber mal schauen. Aktuell läuft es auf eine 3,56er Zeit hinaus. Ich habe auch mehr als genug Sprit gespart. Sehr gut. Ja, durch Shortshifting verlierst du, glaube ich, auch nicht so unendlich viel Zeit. Also, du verlierst safe Zeit, aber dürft sich beim Bugatti hier in Rahmen halten. Ich wollte jetzt nochmal hier die schnellste Runde holen. Deswegen habe ich auch in der Runde zuvor ein bisschen weniger Sprit verbraucht. Let's go. 30 Minuten und eine relativ einfache Möglichkeit hier, $550.000 zu holen oder Credits plus 275.000 Bonus, jawohl, weil wir ein fehlerfreies Rennen haben. Fast 1 Million und direkt nochmal ein Roulette-Ticket hinterher. Finde ich geil und ja, werte Damen und Herren, wenn ihr diese Combo testen wollt, ich glaube, ihr könnt das auch machen mit 1% weniger Leistung noch oder 2%. Ich meine, ich bin jetzt eh nie auf voller Leistung gefahren. Also wer jetzt sich überlegt, hey, das könnte man jetzt auch machen mit dem Bugatti Veyron. Ich weiß nicht, wie gut das zum Geldfarmen ist. Ihr habt mir schon mal ein paar Tipps gegeben, aber da habe ich noch nicht reingeschaut, was es für Geldfarm-Events gibt. Aber das wäre, glaube ich, jetzt mal so ein Event. Das könnte man zumindest einmal machen, damit man mal ein bisschen Moneten farmen kann. Gut, der Bugatti Veyron ist schon recht teuer, das Tuning für ihn auch, aber wenn man eh das Auto tunen will, dann kann man das Event gerade auch schnell mitnehmen. Und ich bin mir sicher, wir werden auch mal das 800-LP-Rennen nochmal mitnehmen. Auch mit einem Bugatti. Das könnte man, glaube ich, auch mit dem Bugatti Veyron machen. Medium-Reifen umschnallen und dann Abfahrt. Du kannst noch ein bisschen mehr Leistung, glaube ich, dann freigeben. Also das würde alles, glaube ich, sehr gut passen. Ansonsten gucke ich gerade, haben wir hier irgendwo noch den Chiron rumfliegen? Ich glaube nicht. Ich sollte mal kurz nach Hersteller sortieren. Tatsächlich nicht. Nee, okay. Ja, ansonsten könnte man den Chiron beim nächsten Mal verwenden, damit man auch wieder da ein bisschen Abwechslung hat. Werte Damen und Herren, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn es so ist, Däumchen da lassen, Abo raushauen, beim nächsten Mal dabei sein. Bis demnächst. Tschüss.